Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Erichs Kulinarisches Erbe. Und heute gibt es bei uns falsches Hirn. Ja, das klingt schlimmer als es ist für diejenigen, denen schon wieder der Appetit vergangen ist, als sie das gelesen haben. Was ihr dafür braucht, seht ihr hier. Es ist im Prinzip eine abgewandelte Form vom Rührei oder auch Affenfett, haben wir auch schon mal hier vorgestellt. Ja, alle Rezeptangaben, wie gesagt, findet ihr auch auf unserem Blog dazu. Zunächst mal werden wir Zwiebeln klein schneiden. Welche Größe das jetzt genau ist, ob das Würfel sind oder gröbere Stücken, so wie hier, könnt ihr selber entscheiden, so wie ihr es eben mögt. Das Ganze braten wir dann mit den klein geschnittenen Tomaten ein bisschen an. Und dann brauchen wir unsere Eier, unsere Gewürze, ein bisschen Salz, Pfeffer. Da kann jeder auch noch ranmachen, was er noch möchte. Vielleicht ein paar Kräuter noch. Dazu kommt dann ein Schluck Milch und wie gesagt Salz, Pfeffer. Das Ganze verrühren wir dann schön. Und das kommt dann einfach mit in unsere heiße Pfanne mit rein zu unseren Tomaten und Zwiebeln. Ja, und ein bisschen so verrühren, soll ja kein Omelett werden, aber so, dass das Ganze dann unter der Hitze stockt, eben wie man es bei Rührei eben auch macht, bis es die gewünschte Konsistenz hat. Und so kann es dann fertig aussehen, wenn man es serviert. Lasst es euch schmecken. Das war's schon wieder von uns. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Abo da. Falls nicht, ja eben nicht. Ansonsten habt ihr ja noch mal zwei andere Vorschläge für Rezepte, die wir auch schon mal vorgestellt haben. Alle Angaben zum Rezept und allen anderen gibt es auch auf unserem Blog www.erichserbe.de. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!